Hola aus Barcelona von den Daiblas. Morgen geht es mit unserem Wettkampf los, mit der WM in Barcelona. Und wir geben euch heute noch ein paar Infos und beantworten ein paar Fragen per Video. Markus fängt heute an. Genau, erstmal haben wir ein neues Mikro investiert, damit das auch alles Hand und Fuß hat. Und Steffen, die erste Frage, muss der Bart nicht noch ab vor dem Wettkampf? Klar, muss der ab, der kommt doch ab. Und zwar heute Abend wahrscheinlich. Also das ist wahrscheinlich das Letzte, heute Abend nach dem Abendessen. Und morgen früh bin ich dann rasiert. Ist der Bart das Einzige, was abkommt noch? Was ist das für eine Frage? Also ich war schon wachsen und heute wird noch rasiert. Jetzt sind wir ja schon ein paar Tage hier. Wir sind ja am Mittwoch schon angereist. Morgen geht's los endlich. Morgen gehen die Wettkämpfe los. Hast du irgendein Ritual heute am Tag vor dem Wettkampf? Oder wie stimmst du dich auf den Wettkampf ein? Also ein bestimmtes Ritual habe ich nicht. Ich bin heute Morgen in kompletter Wettkampfausrüstung geschwommen. Also in der Jammer, in der ich morgen schwimme, und auch Badekappe und Brille. Und habe auch ein paar schnelle Starts gemacht, bin ein bisschen schnell geschwommen und das hat sich echt gut angefühlt. Und ja, dann noch ein kleines Schläfchen und Mannschaftssitzung heute Abend und dann geht's morgen los. Cool. Cool, gell? Geht's weiter? Ja, morgen 11.05 Uhr gehen 50 Schmetterling los. Ich bin im Vorlauf 8 von 9 und dann kommt noch Staffel. Genau, wir schwimmen zusammen morgen die 400 Grau Staffel, 12.20 Uhr ungefähr, glaube ich. Morgen früh überträgt, soweit ich weiß, Eurosport. Ich glaube, ZDF und ARD wechseln sich abends in Finalschnitten ab. Ja. Und ja, morgen Abend sind wir hoffentlich um ungefähr 20 Uhr nochmal zusammen im Finale bei 400 Kraul. Und Steffen davor ja im Halbfinale. Und Finale 50. Das Finale ist erst am Montag. Und ja, wir haben auch noch eine kleine Überraschung für euch. Die gibt es aber erst morgen früh. Und zwar auf unseren Facebook-Fanseiten. Also guckt mal rein morgen früh. Check it out. Ciao.